mittlerweile sind wir an Tag 7 angekommen. Tom ist wieder da, gut erholt. Ja, wir bauen jetzt gerade hier den Korpus für die Koffer von unseren Werkzeugkästen. Für die Koffer von unseren Werkzeugkästen. Was ist das denn wieder für ein Satz? Ja, ihr wisst, was ich meine, hatte ich euch ja gezeigt. So, wir zeichnen jetzt die Striche an für die Auszüge. Tom hat sich schon dreimal vermessen heute Morgen. Nur schon einen Haufen Schrott haben wir schon gesägt. Jetzt haben wir gerade den Korpus hier noch gestrichen. Das muss natürlich ein bisschen passen. Die Seite brauchen wir nicht streichen. Die kommt nachher an den anderen Schrank ran. Jetzt kann das trocknen. Jetzt geht's noch mal zum Baumarkt gleich. Und dann ist Mittagspause. So sieht's nämlich aus. So, die Böden für die Auszüge haben wir auch fertig gestrichen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen abtrocknen und dann kann die eingebaut werden. Ja, ihr Lieben, abschließend zum heutigen Tag, Tag 7, wie gesagt. Wir haben hier den Korpus gebaut, die Auszüge für die ganzen Koffer. Ja, jetzt kannst du die hier komplett rausziehen, kannst du aufmachen. So, hast deine Sachen hier und ja, mit Streichen, Abschleifen und so haben wir heute den ganzen Tag dafür gebraucht. Haben natürlich zwischendurch auch noch ein bisschen was anderes machen müssen, aber das war so der Hauptteil heute. So, heute sind wir bereits an Tag Nummer 8 hier zugange. Wir schleifen jetzt hier gerade die Regale ab, Elektriker ist da, oben ist der Dachdecker zugange. Hier wird an allen Ecken und Enden gearbeitet. Die Wasserschäden werden jetzt gerade beseitigt und ja, wir können jetzt heute wirklich nur draußen arbeiten und haben uns jetzt halt vorgenommen, das Regal fertig zu machen. Das ist auch noch eine Menge Arbeit. Wir haben hier das ganze Holz noch stehen, was recycelt wird, also sprich, alles wird abgeschliffen. Und ja, somit ist auch noch eine ganze Menge zu tun. Ja, um euch mal eben auf Stand zu bringen, wir sind hier immer noch am Regale streichen. Das ist jetzt das zweite Regal, das ist das letzte Regal, was wir jetzt noch gerade streichen. Dann gehen wir mal einmal kurz nochmal in die Werkstatt. Also der Elektriker ist jetzt immer noch hier zugange, bereits den zweiten Tag. Das ist die neue Verteilung, die kommt nachher noch weg. Das muss aber noch alles umgeklemmt werden hier. Ja, dann wird hier überall ein Brüstungskanal verlegt. Da kommen überall Steckdosen rein, dass wir hier ein bisschen auf der sicheren Seite sind. Natürlich nachher auch alles einzeln abgesichert. So sieht es jetzt aus. Wenn der Elektriker dann hoffentlich heute durch ist, kommen wir auf jeden Fall hier weiter, dass wir dann anfangen können, tatsächlich hier so die Regale anzubringen, die Wand anzubringen. Und ja, es ist auch schon wieder fast 12:30. Also der halbe Tag ist eigentlich schon wieder gelaufen heute und man hat irgendwie das Gefühl, dass man so gar nichts wegschafft. Aber es ist halt der ganze Kleinkram, der halt auffällt, ne?
So, die Wand hinter mir ist auch gestrichen. Also für heute reicht es. Es ist Freitag. Tom ist schon am Wochenende, wobei der hat auch noch Leisten mit nach Hause genommen, damit er die zu Hause zurechtlegen kann. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich aber bei Elektrotechnik Möller aus Lauenburg, dass die jetzt wirklich hier 3 Tage hart gearbeitet haben, um praktisch die ganze Garage neu zu verkabeln, denn der Wasserschaden war doch ein bisschen größer als gedacht. Montag kommen dann hier schon mal die Halter ran, dann kommen die Gartengeräte da an die Wand und dann geht es in der anderen Ecke weiter. Ja, wir hatten ja die Regalbretter hier von unserem Regal lackiert. Das Problem ist aber, sobald man hier was ablegt, ist das nicht mehr ganz so hübsch. Und jetzt habe ich mir von IKEA einfach diese Schubladeneinlage-Matten gekauft. Die sind durchsichtig. So, jetzt werde ich mir das hier ranlegen. Ja, und da sich das jetzt natürlich wellt, werde ich das Ganze einfach mit ein bisschen Heißluft in Form bringen. So, eigentlich ist Sonntag heute, ich wollte gar nichts tun. Ich habe aber trotzdem mal angefangen. Und zwar habe ich schon mal angefangen, so ein bisschen vorzusortieren. Alles, was hier jetzt so in den Kisten ist, das ist zumindest mal grob wieder vorsortiert. Hier haben wir schon mal die Ladestation angebracht. Ja, aber es ist noch so viel zu tun. Jetzt haben wir diese Woche noch Zeit, ein bisschen was zu machen. Weil in der Woche darauf, also praktisch Montag in einer Woche, kommen dann unsere Arbeitsplatten. Und dann können wir hier auch richtig Gas geben. Moin zusammen, heute ist Montag. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, an welchem Tag wir überhaupt sind. Ich glaube, zuletzt waren wir bei Tag Nummer 8. Also ich denke mal, sind wir heute bei Tag 9. Tom hat am Wochenende bei sich zu Hause die Leisten fürs Fresh-Glied-System zurechtgesägt. Die werden jetzt alle lackiert, sind schon vorgebohrt. Und ich fange da hinten noch an, so ein bisschen die Ecken nachzustreichen. Ja, dann gucken wir mal, was wir heute so wegschaffen. Ja? Die ersten Löcher sind gebohrt, 65 brauchen wir noch.
Mittlerweile ist schon wieder Samstag und wir haben hier die Platte angebracht. Das wird ja nachher so ein bisschen mein Bereich. Da oben kommt dann später noch Schriftzug hin, Kasi und Tour. Hier kommen so ein bisschen Spezialwerkzeuge dran. Und für diese Seite hier, da möchte ich mir jetzt gerne noch einen Abschluss bauen. Ein kleines Regal, wo dann vielleicht irgendwie die Pflegeprodukte reinkommen. Für den Roller zum Beispiel. Dafür habe ich mir jetzt ein bisschen Holz angezeichnet. Auch natürlich alles aus Resteholz. Ja, und das gehe ich jetzt draußen sägen. Allerdings ist es schon dunkel draußen, aber das macht mir nichts. So, das lassen wir jetzt im Moment trocknen und dann kommt er mit rüber an die Wand. Genau, die Regalbretter muss ich noch einbauen, da muss ich gleich erstmal ausmessen.
So, moin ihr Lieben, neue Woche, neues Glück. Tom hat wieder gebastelt am Wochenende. Und zwar hat er einen Schrank hier für unser French-Glied-System gebaut. Das wird nachher ein Schrank, wo die Bohrköpfe reinkommen, Bohrer reinkommen und so. Das wird jetzt gestrichen. Aber ich glaube, man sieht schon, was das für eine Menge Arbeit gemacht hat. Also das, was wir jetzt gerade mit der Tischkreissäge sägen, das wird im Endeffekt der Unterschrank nachher für die Tischkreissäge. Eigentlich hätten wir die Tischkreissäge schon vor Beginn unseres Projektes gebraucht. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir sie gekriegt haben. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Schrank. Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern, wie es vor 4-5 Wochen hier ausgesehen hat? Das war schon eine richtig heftige Zeit und wir haben also tatsächlich 4-5 Wochen eigentlich jeden Tag hier gearbeitet, um das Ergebnis zu bekommen, was wir jetzt haben. Schaut euch gerne hier die Bilder nochmal an. Ich finde, das war schon ganz schön heftig, das totale Chaos am Anfang. Und eigentlich haben wir die ersten 3 Wochen hier komplett im Chaos gelebt, bevor ja dann so ein bisschen Struktur reinkam. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. Man könnte meinen, der Raum ist riesig geworden. Dabei hat sich nichts geändert. Die Größe ist die gleiche, wir haben nicht angebaut. Und ich hole euch mal mit nach vorne. Ja, hier ist jetzt endlich unser Waschbereich. Das war ja die Ecke, die zuletzt noch am schlimmsten ausgesehen hat. Weil das war tatsächlich etwas, was wir vorher nicht machen konnten. Zum einen mussten wir auf die Arbeitsplatten warten, dann auf den Klempner, dass die Anschlüsse versetzt wurden. Und das hat sich tatsächlich alles nochmal lange hingezogen. Eigentlich konntest du dir hier 4 Wochen überhaupt keine Hände waschen. Mittlerweile haben wir hier wirklich einen schicken Bereich, wo wir, ja, nachgetaner Arbeit uns dann auch mal die Hände waschen können. Ja, so ein bisschen Industriestyle haben wir hier auch. Dann haben wir hier tatsächlich unsere Schraubstockecke. Der stört mich hier am allerwenigsten. An die Wand kommen dann noch Schraubzwingen später ran. Da müssen wir noch Halter für bauen. Das haben wir jetzt in der Zeit tatsächlich nicht geschafft. Aber im Großen und Ganzen sieht die Ecke doch schon mal ganz ordentlich aus. Ja, als dann die Arbeitsplatten gekommen sind, habe ich dann halt angefangen, so ein bisschen meinen Bereich hier einzurichten. Das war so der erste richtige Bereich, der dann fertig geworden ist. Habe tatsächlich sogar schon das erste Video hier drin gedreht. Das kommt nächste Woche übrigens raus. Da gibt es was zu gewinnen. Also, wer mehr erfahren will, nächste Woche. Ab dem 1. Dezember gibt es ein Gewinnspiel zu Weihnachten. Ihr könnt nämlich 3 CP-Adapter gewinnen von Christoph. Eine Smartphone-Halterung für eure Forza 125, 350er, 300er, whatever. Und insofern lohnt es sich also definitiv den Kanal zu abonnieren, damit ihr nächste Woche auch über das Gewinnspiel informiert seid. Tja, wir haben natürlich keinen Platz verschwendet hier bei uns in der Werkstatt und ja, ich zeige euch gleich mal, was ich damit meine. Wir haben nämlich hier unter der Waschmaschine nochmal eine richtig fette Schublade eingebaut, eine Doppelschublade, und da sind jetzt die ganzen Sachen von mir drin, die ich brauche zum Roller umrüsten oder mal hier irgendwie was zu löten. So haben wir hier alles sauber und ordentlich und es ist alles an seinem Platz.
Erinnert ihr euch noch, wie wir die French Cleat Halter gebaut haben? Mega tolles System für die Werkstatt, denn man hat die Möglichkeit, sich alles an der Wand hier frei zu gestalten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einfach den Halter hier abnehmen, einfach hier oben hinsetzen, könnt euch zum Beispiel den Halter hier hinsetzen und das könnt ihr mit allen Teilen machen, die hier an der Wand hängen. Das waren halt die Leisten, die Tom am Wochenende zugesägt hatte, wo er ja ordentlich gearbeitet hat. Und wie gesagt, aber es hat sich alles echt gelohnt. Wir sind komplett flexibel, auch wenn mal neues Werkzeug dazu kommt. Richtig toll. Selbst unser Monitor ist hier mit einem French Cleat System an die Wand gebracht. Also selbst den kann man abnehmen, kann den sozusagen auf die andere Seite hängen, wenn er hier mal stören sollte. Oder einfach komplett mal eben schnell abnehmen. Auch das ist eine tolle Sache. Dann haben wir hier auch nochmal Halterungen für die Zangen, für die Feilen. Ganz richtig stolz, wie gesagt, war tatsächlich hier unser Schrank, der Bohrerschrank, wo im Endeffekt, ja, auch, glaube ich, Tom hat 3 Tage dran gebaut. Aber es ist natürlich richtig geil geworden, weil ihr seht ja, man hat alles an einem Platz. Sieht sofort, wenn was fehlt, auch eine gute Geschichte. Und das war richtig viel Arbeit. Unsere Standbohrmaschine ist dann halt hier hingewandert. Dann haben wir, was ich auch richtig cool fand, die Uhr da oben noch gebaut. Das ist das Logo vom Tom. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht auf seinem Instagram-Kanal wart, checkt ihn mal, blende ich euch hier nochmal ein. Dann könnt ihr ja mal schauen, was Tom so nebenbei noch alles macht. Die Wand ist tatsächlich auch erst gestern fertig geworden. Das, ja, hier sind so die ganzen Messwerkzeuge dran. Hier gibt es unter anderem einen Zollstockspender. Ja, wenn man jetzt einen Zollstock rausnimmt, kann man den oben wieder reinpacken und hat immer einen Zollstockgriff bereit. Das ist also auch eine coole Sache. Hat garantiert auch nicht jeder in seiner Werkstatt. Dann haben wir hier ja die Rolle einfach hier oben reingemacht fürs Werkstattpapier. Wie gesagt, das sind die Regale mit den Ladestationen. Unsere Musikstation darf natürlich hier auch nicht fehlen. Ja, wie gesagt, hier ist der Schrank oder den Korpus, den wir gebaut haben, für unsere Akkugeräte. Ja, also auch das ist alles an seinem Platz. Kompressor ist nach hier unten gewandert. Und auch hier auf der Seite gibt es natürlich Schubladen. Ja, hier sind dann Steckschlüssel drin, der Drehmomentschlüssel, Zubehör für den Kompressor. Ja, dann gibt es hier hinten nochmal eine weitere Schublade. Ja, die ist noch ein bisschen müllig, die müssen wir noch aufräumen und einsortieren. Aber ihr seht, es hat alles System. Ja, nachdem wir letzte Woche unsere Tischkreissäge bekommen haben, die uns tatsächlich eigentlich die ganzen Wochen über gefehlt hat, haben wir ja den Unterschrank gebaut. Der steht jetzt auf Rollen, das heißt, also wir können den mit nach draußen nehmen. Die Säge ist fest montiert. Hier unten drunter ist dann auch nochmal unsere Handkreissäge, die ihr ja aus dem Video schon kennt. Ja, kann man natürlich hier auch rausziehen und mitnehmen. Ja, und wie gesagt, man hat alles griffbereit. Der Wagen ist halt rollbar hier, ne? Und dann kann man sich den halt mit dahin schieben, wo man ihn haben möchte. Das Ganze ist natürlich dann auch hier mit vernünftigen Griffen angearbeitet. Ja, ist schon richtig cool geworden, aber wie gesagt, es macht sich keiner einen Kopf darüber, wie viel Aufwand das im Endeffekt tatsächlich auch gewesen ist. Ja, dann ist hier unsere Werkzeugwand entstanden, das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Allerdings ist die Wand auch mal nach oben gewandert, weil hier unten steht mir jetzt mal eine Hebebühne zwischen. Das heißt, auch die steht uns nicht mehr im Weg, passt wunderbar hier rein und macht das Ganze halt ein bisschen aufgeräumter. Denn bei der Hebebühne, da wusste ich tatsächlich am Anfang nicht wohin. Aber das hat sich während des Umbauens halt ergeben. Haben wir die Klappen nochmal gelöst, wie gesagt, alles weiter nach oben gesetzt, Hebebühne drunter, aus dem Weg, zack, Ende aus. Ja, dann haben wir hinten noch einen Rollwagen gebaut für unser kleines Holzlager. Der steht jetzt auch auf Rollen, das heißt, man kann den zur Seite nehmen
und auch mal dahinter sauber machen, wenn wir die Garage hier mal ausblasen. Also auf jeden Fall bietet unsere Werkstatt jetzt hier viel, viel Platz zum Schrauben und ich denke mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Im nächsten Jahr werden wir den Fußboden hier nochmal streichen, der ist tatsächlich nicht mehr so schön. Das haben wir jetzt in der Zeit nicht geschafft. Wäre auch Quatsch, jetzt vor dem Winter das Ganze zu machen, denn wir haben hier teilweise auch den Trecker hier drin stehen in der Werkstatt. Und wie gesagt, das machen wir nächstes Jahr ganz in Ruhe. Dann werden, wie gesagt, noch ein paar Halter gebaut für die Werkzeuge hier. Das heißt, auch unsere Wand wird sich hier weiter füllen. Ja, somit habt ihr eigentlich, glaube ich, jetzt alles gesehen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zu sehen. Wie gesagt, es ist bis auf die Arbeitsplatten mehr oder weniger alles recycelt. Ihr habt es ja auch gesehen in den Videos. Wer den ersten Teil nicht kennt, wer den zweiten Teil nicht kennt, das verlinke ich euch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Wie gesagt, schaut nochmal auf den Insta-Kanal von Tom. Er freut sich auch über jeden Follower mehr, genau wie ich auch. Und ja, da kann ich nur sagen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das macht. Damit unterstützt ihr so einen kleinen Kanal wie mich auch weiterhin. Kostet euch nichts. Daumen hoch fürs Video wäre natürlich auch super und wie gesagt, nächste Woche geht es dann los mit dem Gewinnspiel bei mir hier auf dem Kanal in Verbindung mit CP-Adapter mit dem Christoph aus Berlin und dem 3D-Kreativstübchen und die Verlosung wird hinterher dann am 22. Dezember live auf meinem Kanal übertragen. Das Ganze machen wir per Livestream. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Auch das ist alles schon in der Vorbereitung. Wir testen das gerade so ein bisschen aus, wie das funktioniert beim Livestream und, und. Also seid gespannt. Kanal abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Ciao, ciao. Euer Kasi.